Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Hier ist euer Fischkopf und wir spielen Mobile Mr. Hearthstone mit dem Freeze Mage. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich hatte ja eigentlich angedeutet, dass wir eventuell ein Tempo Mage spielen mit den neuen Karten, die, glaube ich, ziemlich viel Spaß machen. Oder halt auch ein Raptor Rogue von Creparian. Aber ich habe mich dafür entschieden, noch eine Runde Freeze Mage zu spielen, weil es mir gerade ein bisschen Spaß macht. Vor allem ist mir auch gerade ein bisschen Spaß macht, das Ding zu lernen, denn das ist ja ein Deck, was man sehr, sehr anders spielt als andere Decks. Das habe ich schon mal erwähnt, vor zwei Folgen, glaube ich. Hier ist es eigentlich nicht Schlüssel, mit einem Board zu gewinnen, sondern mit den Zaubern, die man so dabei hat. Wollen wir die Frostnova behalten oder spielen wir auf andere Karten, die wir von Anfang an gut gebrauchen können? Ja, das ist so mittelgut. Natürlich ist es toll, wenn er Runde 6 irgendwie drei Minions auf dem Board hat, die sehr, sehr stark sind. Das kann man schon mal machen. Und ich wäre jetzt bereit, also wenn es Blacks Bock hat, einfach irgendwo hindrücken. Ich glaube, okay, steht da unten und dann können wir auch loslegen, du. Ich hab Lust. Gegen den Priester weiß jetzt nicht, wie da so die Orts stehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für ein Priester ist, ne? Ich nehme mal an, Dragon Priest. Aber von nicht allzu langer Zeit wurde in normalen Turnieren immer noch der klassische, wie war denn das? War das ein Control Priest? Heißt das dann so? Gespielt? Habe ich auch gesehen. Habe ich geguckt, habe ich auch gesehen. Colento hat den noch gespielt. Aber es war, glaube ich, das, was ich jetzt meine. Das war immer noch, das, ja, auf jeden Fall sogar noch vor der League of Explorers. Also, ob man ihn jetzt noch spielt, weiß ich nicht. Ich glaube, jetzt macht man das nicht mehr. Ich glaube, jetzt spielt man auch einen Priester mit dem Summoning Stone, weil wenn du, nehmen wir mal an, der Summoning Stone ist draußen und du spielst Mind Vision hier für 10 Mana. Wie heißt denn das nochmal? Und sollen wir jetzt schon mal 6 Schaden machen? Ich denke nicht. Ihr wisst schon, mit die Karte, mit der man einen Minion klauen kann, egal wie groß er ist. Ja, das kostet 10 Mana, das Ding. Das heißt, wenn du den Stone draußen hast, dann kriegst du einen Minion für 10 Mana. Und davon gibt es nicht viele. Ich glaube, das ist der Deathwing. Und so, ansonsten weiß ich das nicht. Es gibt noch welche, glaube ich. Bin ich mir relativ sicher, aber ich weiß jetzt gerade nicht, welche. Ich weiß jetzt gerade nicht, welcher Minion noch 10 Mana kostet. Ich glaube, der neue Yeti, der immer weniger kostet, wenn man die Heldenkraft benutzt. Ich glaube, der kostet am Anfang 10 Mana. Und sonst fällt es mir jetzt nicht ein aus dem Kopf. Oh, Luatep. Hallo, Schwester. Ist das hier ein Doomsayer wert? Schon eigentlich, ne? Der stirbt eh. Können wir also da reinhauen. Ein Icelands könnte man auch spielen. Aber ich sehe manchmal Lord in Doomsayer auf ein leeres Board spielen. Dann können wir den auch mal auf so ein halbleeres Board spielen. Die Frage ist nur, was machen wir danach? Was machen wir danach? Wenn er den Doomsayer töten sollte. Ah, shit. Ich hätte hier noch... Ah, fuck. Ja, ärgerlich. Also der Doomsayer ist ja grandios, wenn man dann die Sachen einfriert noch. Auf dem Board, die ihn ja nicht angreifen können. Das ist ja so der Klassiker Doomsayer-Move. Man spielt ihn aber auch, damit der Gegner keine Minions spielen kann, die jetzt zum Beispiel keinen Charge haben. Weil sonst würde er die ja hinlegen und die würden sterben. Insofern kaufe ich mir quasi einen Turn, wo er kein Board aufbaut. Wenn er ihn nicht Silence kann oder irgendwie anders loswerden kann. Shadow of Pain fiel mir da jetzt ein. Wir kaufen Zeit. Wir kaufen Zeit, bis wir unsere Kombokarten auf der Hand haben. Whoopsie-dozy. Hoppala. Okay. Jetzt wollen wir auch mehr oder weniger hier so ein bisschen Schaden von uns abwenden können. Frage ist, was machen wir nun? 6 Mana. Könnten ihn mit dem Fireball kaputt machen? Interesting. Könnten das aber auch lassen. Könnten auch mit dem Fireball Face gehen für 7. Ich habe mich gerade dafür entschieden, aus irgendwelchen komischen Gründen. Ich empfinde das sehr, sehr komisch, was ich da mache. Macht er jetzt 11 Schaden, ja. Aber ich glaube, es ist möglich. Und diese ganze auf Alex Trascher warten Nummer, die
spätestens seit der letzten Folge mache ich da nicht mehr mit. Mach ich doch nicht mehr mit. Oh, fuck. Das ist ungünstig. Okay. Cone of Gold. Cone of Gold. Und Iceberry. Ja. Hoffentlich heilt er nicht einen von den beiden. Und hoffentlich spielen auch andere Minions, die höchstens 4 Leben haben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ist jemand injured? Nein, er heilt jemanden. Kage! Kage! Okay, trotzdem. Er heilt sich selbst. Schade. Das wäre auch zu gut gewesen, ne? Trotzdem stirbt ziemlich viel Board von ihm, wenn ich jetzt gleich einen Flamestrike spiele. Wir könnten auch spielen eine Blizzard, aber wenn wir spielen Blizzard, kann er wieder heilen und zieht die Karte. Das möchten wir nicht. Okay. Dead in Battlecry. Discover a one-cost card. Das hat er jetzt nicht bekommen, zum Glück. Und das Ding ist so langsam, aber sicher kriegen wir hier auf den Sack. Ach, Jessica, jetzt heilt er sich so hart immer, du. Oh, jetzt heilt er den auch noch so hart. Das ist so unglaublich. Ach, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Zweiter Flamestrike wäre super. Jetzt haben wir hier zumindest sowas. Können wir das Board clearen? Aber so richtig geil war das nicht. Und ja, so richtig geil war das nicht. Er hat 21 Leben. Er kann sich jetzt auf 25 hochheilen. Das ist in manchen Ländern verboten. Und ein Deathlord. Okay, der stört euch jetzt eigentlich nicht unbedingt. Je nachdem, was ich noch so ziehe. Ziehe. Ja, komm. Mach weiter. Oder hast du noch was für 4 Mana, Digga? Ist er noch irgendwo? Soll ich mal gucken? Ey, überleg doch. Upsi. Oh, geplatzt. Okay, schaffen wir das noch? Was meint ihr? Shrinkmeister, einfach um das Board ein bisschen voller zu machen. Könnt ihr jetzt die Karten ziehen? Okay, das machen wir auch. Pyroblast wäre jetzt, glaube ich, überhaupt nicht schlau gewesen. Und der Kleid wird jetzt sterben. Oder gesilenced. Was haben wir eigentlich gekriegt? Achso, nee, das war noch. Nee, okay, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Die Ice Barrier habe ich selbst gespielt. Habe ich gesehen. Das habe ich ganz genau gesehen. Als es in meinem Hirn geboren wurde und dann. Oh, oh, der Hammer ist wieder da. Und dann hier auf das Board kam. Okay, ja, der Ekelheit. Ja, wussten wir, dass er stirbt. Hat uns 2 Karten gegeben. Das finden wir sehr, sehr gut. Ice Barrier. Zweites raus. Wir kriegen gleich einen Eisblock raus, wenn wir das möchten. Eigentlich läuft alles ziemlich gut. Jetzt wäre es halt geil, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, eine Alex-Traschatz spielen würde oder so, ne? Ziehen würde. Fuck. Okay, da muss unser Pyroblast drauf. Nein! Da kann doch nicht unser Pyroblast drauf. Das können wir doch nicht machen, Leute. Oh Gott. Oh, okay, ich glaube, wir müssen jetzt den hier wegkriegen. Damit wir gleich irgendwie da durch. Oh Gott. Interesting. Okay, wir machen das folgendermaßen. Ah, und ich hab mich irgendwie gerade verrechnet. Geil! Geil! Was habe ich gerade falsch gedacht in meinem Gehirn? Dass es ein Flamestrike ist, dachte ich wahrscheinlich, ne? Ich glaube nicht, dass wir das noch schaffen. Das war gerade ein Riesenfehler. Ich frage mich gerade so ein bisschen, wie bin ich darauf gekommen, dass das irgendeine gute Idee gewesen wäre. Jetzt kommt auch noch. Fuck, geht doch der Boom, ey. Ja, der Pyroblast muss auf die Isera. Ich wüsste nicht, wie ich sonst. Oh. Oh, sowas ärgert mich. Das ist eigentlich verloren.
Also jetzt, guck mal, wir haben jetzt auch, wir haben ja auch keine geilen Kombo-Karten wie zum Beispiel Doomsayer und Frostnova. Das wäre jetzt auch noch was, was man machen könnte. Was gut ist auch. Aber wir haben es nicht. Sola. Oh oh, hat er jetzt Titel? 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich habe noch nicht. Ach so, aber vielleicht mit. Ne, die Bombe. Die eine Bombe geht nur kaputt. Oh, shit, bruh. Und der Healbot kommt raus und ich kann mich nicht mehr healen mit ihm. Geil. Nice. Nice, bro. Okay, wir haben Eisblock da draußen. Das Ding muss eh sterben. Da müssen wir jetzt drauf. Na! Oh, ich bin quasi tot. Ich sammle jetzt mal hier. Ich weiß, dass es Quatsch ist, aber ich sammle jetzt mal hier Feuerbälle. Oh je. Ja, das geht. Es bringt leider nichts. Ich bräuchte jetzt hier den zweiten Eisblock. Und selbst der würde mir ja nur eine Runde kaufen. Oder kann er jetzt vielleicht keinen Schaden machen? Das wäre geil. Oh, Mind Control. Das war's. Circle of Healing. Nur um jetzt einen Feuerball zu kriegen. Okay. Oh, snap. Okay, rettet uns das irgendwie? Ich glaube nicht. Wäre es jetzt schlauer gewesen, ihn auf 15 Leben zu bringen? Ich glaube nicht, weil wir hätten dann 12 Schaden gemacht. 13. Wären zwei auf Liefel gewesen und dass der hier die Alex Thrasher zumindest tötet, war ja wohl klar. Aber dass er jetzt hier den fucking Archmage Antoni das hat, geht mir hart auf den Sack. So, Digga. Doomsayer ist draußen. Schaden geht raus. Er kann sich halt hochheilen. Es macht keinen Sinn. Die Runde ist eigentlich schon längst vorbei. Ich wüsste jetzt nicht, der Pyroblast ist raus. Come on. Wir machen noch eine Runde. In der wir irgendwie vielleicht auch nochmal was reißen können. Ah, dieser Freeze Mage, ne? Eines Tages werde ich vielleicht gut mit dir sein. Ich frage mich ein bisschen selber auch, warum ich jetzt erst das erste Mal, oder ja, jetzt mittlerweile das paarte Mal, aber gerade das erste Mal so generell grob das erste Mal ein Freeze Mage spiele. Ich hatte, glaube ich, vorher zu viel Angst davor, mit dem komplett zu versorgen. Und ja, und jetzt dachte ich mir, naja, gut, spielst du mal das Ding. Ich habe mir ja extra zweimal einen Eisblock gekauft. Über Dust. Letztens. Und dann dachte ich mir, dann nutzt du das halt auch mal ein bisschen. Ne? Ist doch geil. Frostnova hätten wir vielleicht mal behalten können. Alex Thrasher von Anfang an auf der Hand haben ist gar nicht mal so schlecht. Auch wenn man sie erst Runde 9 spielen kann. Sag mal, die letzten drei Spiele, ne? Also die letzten beiden Folgen, haben wir nicht einmal den Emperor auf der Hand gehabt, oder? Thorissan? Nicht einmal auf der Hand gehabt. Was ist los mit der heutigen Gesellschaft? Was ist los mit dir, Gesellschaft? Okay, Digga. Wirst du jetzt deine Heldenkraft nutzen? Nein, du spielst den Darnassus Aspirant. Was ich nicht so ganz nachvollziehen kann, weil den kann ich ja jetzt töten. Oder dachtest du dir, naja, mir doch egal. Ja, glaube ich, mit der Heldenkraft gearbeitet und danach kannst du den immer noch spielen. Ich weiß ja nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber who am I to judge? Wer bin ich, um eine Richtersendung im Fernsehen zu kriegen? Kriege ich bestimmt nicht. Darf ich nicht. Haben die gesagt.
Oh, hallo, Emperor Tarissan, wir haben gerade von dir gesprochen. Kage, Alter. Kage. Wie kriegen wir den jetzt weg? Mit dem Doomsayer. Wie tötet er den Doomsayer? Wie macht er 2 Schaden mit einem Wrath? Ich kann doch jetzt echt nicht... Also das können wir uns eh nicht leisten. Cone of Cold bringt gar nichts. Es ist richtig schön scheiße. Sollen wir es riskieren? Sollen wir es riskieren mit dem Doomsayer? Nein, wollen wir nicht. Wollen wir nicht. Den wollen wir uns aufbewahren. Für die ganz vielen anderen Sachen, die er gleich spielt. Wo wir in einen Cone of Cold plus den Doomsayer reinhauen. Oh mein Gott, hoffentlich klappt das irgendwie. Oder hoffentlich hat er kein Silence dabei. Oder oh. Ich meine, zur Not muss ich einen Cone of Cold da jetzt gleich reinhauen, auch wenn er kein Minion. Ah, sehr gut, noch ein Minion. Gut, ich meine, er hat jetzt den Tarissan 2-mal benutzt quasi. Oh, da kommt ein Wrath raus, sehr gut. Das kann ihm also nicht helfen bei eventuellen Doomsayer-Kaputtmachungen. Das finden wir gut. Wir haben Eisblock und Eisbarrier draußen. Das heißt, das hält uns noch ein bisschen. Es ist eigentlich gut gelaufen. Und ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich sagen, sehr gut, dass ich den Doomsayer nicht gespielt habe. Sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass hier klappt. Ich hoffe, dass hier klappt. Für 6 Mana diese beiden Leute hier weghauen, ist eine gute Sache. Das Blöde ist, warte mal. At the end of your turn. Okay, sehr gut. Dann ist er tot, bevor er den quasi nochmal benutzen kann. Ich dachte jetzt... Ich dachte gar nichts. Ich wusste ganz genau, dass es am Ende seines Turns ist. Hoffentlich kann er den nicht... Ja, es sieht so aus, als wenn er keine Antwort hat. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr angenehm. Er spielt keine Minions. Ach, at the end of the... Ja, genau. Das wusste ich, dass er jetzt at the end of the turn nochmal den benutzen kann. Das wusste ich ganz genau. Ziehen wir nochmal Karten, oder was? Jo. Let the pain speak to me. Noch ein Doomsayer. Okay. Kann ich gerade nicht nutzen, aber wir haben jetzt diverse Doomsayer-Kombos. Um genauer zu sein, 2. Blizzard, Frost Nova. Ancient of Lore könnte ein Problem werden. Wobei, ich meine, wir haben die Alexstrascher. Wir können jetzt hier noch 2 Karten ziehen. Wenn er den jetzt, wenn er jetzt den Agonite of Pain nicht wegkriegt, dann gibt er uns noch 2 Karten. Oh oh. Warte mal. Die Kombo, die ich vorhatte. Ah. Wir könnten die Nacken jetzt einfach nur einfrieren. Und nächste Runde erst eine Doomsayer Action machen. Wir ziehen erstmal eine Karte. Ach shit, ich wollte doch erstmal hier... Nee, ich wollte aber das Mana noch behalten. Okay, dann frieren wir die jetzt echt nur ein, ne? Oder sammeln wir die mit einem Blizzard? Ja, Blizzard it is. Blizzard it is. Okay. Alexstrascher ist der nächste Move. Obwohl wir eigentlich den hier töten wollen, beziehungsweise alles, was er jetzt noch spielt, zusammen mit dem Flamestrike. Spielen wir jetzt, die höchstens 4 Leben haben. Das ist mein Tipp an dich. Ich meine, wir können auch für 5... 7 mal... Oh, shit. Und noch... Okay, das ist alles sehr, sehr sticky. Oh, mein Gott. Okay, lass uns überlegen. Wir haben zweimal die Möglichkeit, alles zu wipen. Wir haben einmal die Möglichkeit, alles zu wipen, egal wie viel Leben es hat. Und wir haben einmal die Möglichkeit, das ganze Sachen zu töten, die 4 Leben haben. Ich würde jetzt diese Variante hier fahren. Weil jetzt haben wir noch Leute dabei, die auch mehr Leben haben. Und wir können auch vorher noch den hier töten.
Okay. Dann los geht's, oder? Ist das der richtige Weg? Ist das der richtige Weg? Ja, danach Flamestrike. Oh mein Gott. Also er hat schon das Board ziemlich voll gemacht mit Schissel. Jo, 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 jo. Hoffentlich kann er den nicht silenzen. Das wäre sehr, sehr ärgerlich. Hoffentlich kann er den nicht silenzen oder auch nicht töten. Er zieht eine Karte. Jetzt konnte er ihn silenzen. Da! Da! Ist das spannend. Oh, Top Deck Silence! No! Doch! Oh, shit! Es ist nicht wahr! Es ist nicht wahr! Oh mein Gott! Das tut weh. Tja! Das ist sehr, sehr gut gelaufen! Scheiße! Scheiße! Okay. Easy, Freunde. Easy. Kein Problem. Alles gut. Not. Guck mal, die hätten wir jetzt alle mit dem Flamestrike weggenutzt, hätte er nicht sein fucking Silence getopdeckt. Ich meine, gut, die Wahrscheinlichkeit war relativ hoch, ne? Aber... was hätte ich machen sollen? Was war die Alternative gewesen? Alex Rascher spielen? Alex Rascher wäre vielleicht gar nicht so scheiße gewesen. Dann hätte er sich da mit ein paar Leuten dagegen dafür gekümmert. Oder er hätte halt irgendwas aufgezeigt. Ich weiß es nicht. I don't know. I don't fucking know. Jetzt macht er gar nichts, beziehungsweise überlegt. Wir können ja schon mal den nächsten Move überlegen. Also im Moment würde ich sagen, Alex Rascher raus. Trascher raus, er muss sich drum kümmern. Das ist ein 8-8er. Alternativ, klopfen wir den 4-2er. Aber das brauchen wir den Frostbolt brauchen wir für Antonidas und für einfach gleich direkten Schaden machen. Das ist, was wir möchten. Und das ist auch ganz gut. Eisblock, kann er noch angreifen? Oh ja, kann er noch. Eisberg ist draußen. Hatten wir schon Eisbarrier, beziehungsweise hatten wir Eisbarrier schon zweimal? Ist die Frage. Wir könnten sogar den Handels hier noch einfrieren, damit er nicht Scheiße macht. Aber komm, wir haben hier Frostbolt. Double Frostbolt sind 6 plus 4 sind 10 Schaden. Das ist für 5 Mana und für nochmal 4 sind 16. Wir können 16 Schaden machen, Leute. 16 Schaden. Und hätten danach den Pyroblast. Deine Taunts helfen dir nix. Oh, deine Combo macht schon Sachen. Scheiße. Wenn ich jetzt nicht gleich noch einen Eisblock ziehe, dann habe ich ein Problem. Kann das sein? Er hat noch genau... Nee, er hat sogar noch mehr. Er hat noch mehr. Aber wie langsam er spielt. Spielt er auf dem Handy? Oder kann man auch auf Konsolen spielen mittlerweile? Ja, der weiß, was er da macht. Der weiß, was er da macht. Okay. Was auch ginge, wäre... Ginge nicht auch noch eine Frost Nova? Und noch ein Big Emma, Alter. So, habe ich nochmal... Kann ich nochmal nachrechnen? Oh, Forgotten Torch. 5 Mana plus 4 sind 9. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir machen hier 6, 12 plus 3 sind auch nur 15. Da fehlen noch die, genau die 3. Ah, shit! Arsch! Wenn wir jetzt so eine Karte ziehen könnten irgendwie. Oder alle einfrieren könnten. Scheiße. Habe ich alles genau berechnet? Bin ich dumm oder so? 6. Damit wären es 12. Interesting. Und damit 12 plus 4 ist 16. Wir schaffen es nicht. Wir schaffen es einfach nicht. Schade.
Es ist einfach so schade. Hätte es eine Möglichkeit gegeben? Ich glaube nicht. Ein Eisblock halt. Well played. Two of Lethal. Oder halt zwei Mana off. Hätten wir einen Emperor gehabt, hätten wir morgen günstigere Karten gekriegt. Leute, ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend. Ich fand es trotzdem sehr, sehr spannend, sehr amüsant, sehr cool. Und man muss halt auch mal Sachen überlegen mit diesem Deck. Und das finde ich sehr, sehr geil. Wie gesagt, ihr könnt mir gerne reinschreiben, ob ich grobe Fehler gemacht habe. Gerne auch nur die ganz groben Fehler. Wenn ich jetzt so ganz auf High Level, ich meine, könnt ihr natürlich trotzdem reinschreiben. Aber so Wall of Texts sind manchmal so eine Sache. Beim Kommentare lesen. Ich geb's zu. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Anscheinend hat es euch ja interessiert, deswegen seid ihr aber jetzt immer noch hier. Und nächste Folge, mal gucken, ob wir da was so ein bisschen was anderes machen vielleicht. Mal was ein bisschen was anderes zum Reinmischen, ne? Kann man ja mal machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war euer Fischkopf. Bis dann und tschüss.